Und hiermit melde ich mich zurück, Leute, zu einem weiteren Part von GT. Ja, wir gehen gleich zur Bespec-Veranstaltung, denn wir machen diese natürlich gleich sofort. Und zwar, oder? Wir gehen auch anscheinend erstmal zurück und gucken doch nochmal rein. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich getan habe, weil, wie ihr vielleicht merkt, ist das nachkommentiert. Danke, Outer City, wollte ich dazu nur sagen. Egal. So, wir haben erstmal, glaube ich, das. Wir haben Cox genommen, weil wir wollten ja Cox, glaube ich, irgendwann mal auf Level 10 bringen. Und das haben wir natürlich dann auch getan. Wie ihr dann wahrscheinlich nach diesem Rennen wäre der auf jeden Fall auf Level 10. Ich mache mir für mich selber mal den Ton leiser. Das ist für euch, macht das jetzt keine Bedeutung. So. Also, ja, wie ihr seht, kurz vor Level 10. Deswegen, wir machen jetzt dieses Rennen mit unserem Mega-Auto. Wollte ich dazu noch sagen. Ja, das Mega-Auto kommt natürlich jetzt total ran. Unglaublich geiles Auto, ne? Weil es halt das Mega-Autos. So. Ja. Da fahren wir natürlich den Circuit de la Sarthe. Was so ungefähr, denke ich mal, wie lange, ich weiß nicht, irgendeine Zeit dauern würde. Nee, aber danke, nochmal um drauf zurückzukommen, danke Outer City, dass du nach dem Crash, den du hattest, da wäre ja alles okay gelaufen, meine Datei nicht mehr gefunden hast. Ich freue mich. Ich freue mich, dass diese Sache passiert ist. Egal. So, fangen wir einfach mal an mit diesem Rennen. Ja. Da ist übrigens unser Perspektivenwechsel und wir fahren mit dem Auto gegen die besten Autos überhaupt. Und ich frage mich, warum der so langsam am Anfang fährt. Immer noch. Das ist doch unlogisch. Und jetzt seht ihr es gleich so. Voll gegen den. Tot. Nein. Aber jetzt geht er richtig ab. Wenn ich sage, voll langsamer, man, dann geht er richtig ab. Aber das Auto ist auch übertrieben, muss man dazu sagen. Also das Auto im Gegensatz zu den anderen werdet ihr noch sehen. Ist einfach übertrieben. Da habe ich jetzt ein bisschen gewartet, damit er da auf dem richtigen Tempo ist. Ein bisschen darunter, weil es, glaube ich, über seinem Niveau ist, dieser Wagen. Und dann habe ich jetzt... Ah, jetzt, okay. Ein bisschen später noch gedrückt. Aber ja. Mehr muss man eigentlich auch gar nicht machen. Das reicht jetzt eigentlich. Ich hätte jetzt nichts mehr machen können. Ich hätte einfach kommentieren können. Das mache ich jetzt auch. So. Und zwar, wir fahren jetzt zwei Runden diesen relativ langen Kurs. Er fährt natürlich ja hier rum, anstatt wie ich da immer voll durchzubrettern. Und ja... dieser Kurs ist sehr interessant und jetzt werdet ihr auch noch was Interessantes sehen. Ihr wisst, ich bin mit denen auf dem Indianapolis Speedway gefahren und wie schnell er da gefahren ist. Und ihr werdet gleich sehen, der regelt ab. Bei 350 sagt er sich, nee, ich möchte doch lieber auf 350 fahren. Anscheinend, bei mir hat er immer bei 370 abgeregelt. Oder bei 300, ja, ungefähr bei 370. Und deswegen fand ich das ziemlich komisch hier, dass er anscheinend wirklich durch die Heißblütigkeit, die er verloren hat, eine geringe Geschwindigkeit feiert. Interessant, muss ich dazu sagen. So, jetzt habe ich, glaube ich, angefangen, hier durchzuklicken, oder? Ach nee, da wollte ich, stimmt, da wollte ich sagen, wer ist denn der Fahrer? Das steht da auch gar nicht da neben dem Zeichen, ne? Da steht auch nicht Car Cox, ne? Nee, nein. Ich muss natürlich da oben mal nach dem Fahrer gucken. Natürlich. Dummheit kommt eben vor dem Fall oder so ähnlich. Ja, ne, da fahren wir einfach mal um diese Sache hier rum. Also unser Cox, der macht das schon. Schafft er irgendwie, wir haben glaube ich schon über 300 Sekunden Abstand, also 5 Minuten, obwohl wir erst 2 Minuten fahren, sind rückwärts gefahren, 2 Minuten sind schneller als wir. Aber ja, da haben wir mal umgeschaltet und sehen wir schon beim ersten Sektor 11 Sekunden, beim zweiten Sektor 12 Sekunden, also schon über 20 Sekunden Abstand. Also habe ich mir gesagt, ja, ich kann jetzt schon gucken, was die letzten machen, aber na, ein bisschen warten geht noch, so eine Art. Ja, fahren wir um die Kurve. Das hast du mit Bravour bestanden, Cox. Ich freue mich, dass du das wieder hinkriegst. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Nee, aber Cox, ich muss sagen, du kannst wirklich gut fahren, im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten beim Nissan Roadster Race. Oder was? Ne, das war doch kein Nissan, oder? Oder? Egal, also bei diesem Roadster auf jeden Fall, diesem Roadster Race. Ich liebe ja solche Sachen. Und was ich dazu sagen muss, ja... Ich habe mich mal an meinem Versprechen gehalten und habe einen Level-Part vor diesem Part hier gebracht. Unglaublich. Hätte ich nie mehr Damage gerechnet. Was ich vielleicht im Level-Part schon gesagt habe, was ich jetzt nicht weiß, ist wahrscheinlich, dass wir... Ja, stimmt, das wollte ich zeigen. Das war am Anfang, warum ich zurückgegangen bin. Ich wollte euch zeigen, ja, ich habe einen Level-Part gemacht. Ihr seht, ich bin jetzt Level 29 am Anfang, so ein Viertel oder so. Wollte ich euch zeigen. Habe ich dann auch getan. Habt ihr bloß gerade nicht mitbekommen. So, ja, da gibt es mehrere Sektoren. Und wir sind schon ziemlich weit vor den anderen. Wir werden natürlich keinen überrunden, ist klar. Ich meine, wie soll das gehen in zwei Runden? Dann müssten wir doppelt so schnell fahren wie die in der Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das geht nicht. Außer wir würden 600 km/h oder so fahren hier auf der langen Geraden. Und 400 hier so um die Kurve.
Okay, dann waren wir doppelt so schnell wie wir selbst, aber... Toll. Ja, es geht. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch entweder ein ziemlich langer Levelpart oder zwei Levelparts, was eher der Fall sein wird, kommen. Die dann auch so 20 Minuten sein werden. Und ja. Das werden wir noch sehen. Und ich muss auch sagen, diese Aufnahmesession hatte viele Überraschungen bereit. Nicht nur was B-Spec Fahrer angeht, also was der hier verursacht hat, auch was ich verursacht habe, das ist schon unglaublich. Ja, das werdet ihr noch sehen, was ich damit meine, aber ja. Ist okay, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt die erste Runde schon geschafft, nach 4 Minuten, also wird insgesamt ungefähr 8 Minuten das Rennen dauern. Und ich kann euch versprechen, es wird exakt 8 Minuten dauern mit irgendwie 200 Hundertstel oder so. Ja, so lange dauert das. Und da habe ich mal durchgeguckt. Oh, da ist ein Zantia, wow, toller Citroën. Sieht total toll aus. Jetzt wird es schwierig, das nachzukommentieren. Ja, von vorne sieht halt wie ein Serienfahrzeug aus, ne? Ist klar. Kannst du mal umschalten? Ja, letzter. Der fährt... Achso, da habe ich mich aufgeregt über die Geschwindigkeit. Wow, er fährt 170, voll auf einer geraden 180. So, da kommt Peugeot. Ja, Standard Peugeot halt, ne? Serienfahrzeug, ne? Ganz okay, muss ich sagen. Gucke ich immer mal von vorne, um zu gucken, wie er aussieht. So, Echtzeitansicht? Warum gucke ich mir die Echtzeitansicht an? Achso, da gucke ich mir an, wo die gerade sind. Okay. Ja. Sehen wir uns gerade einen anderen an. So, dann gehen wir wieder Vollansicht. Ja, was gibt's denn noch? Da gibt's noch den, den haben wir schon, habe ich schon geguckt. Der Citroën, der Xara. Ne, hat kaum Gleichheiten wie der andere. Sieht auch ganz so wie ein Serien. Und der sieht doch geil aus. Das ist doch ein geiler Wagen. Und jetzt hat er den überholt. Jetzt muss ich zweimal mit ihm reden, deswegen schalte ich um gleich. Auf den, der auch normal aussieht, wie ein normaler Peugeot. Halt, ne? Ist halt ein Peugeot. Und fahren wir gleich über die Szene mit unserem Peugeot, den wir nicht besitzen. Egal, so, dann schalten wir gleich mal wieder rüber zu diesem Renault Fynn Turbo 80 nach der Echtzeitansicht. Achso, da habe ich geguckt. Ja, 1:12 Abstand ungefähr. So, ja, dann wird umgeschaltet auf den Renault 5 Turbo. Der sieht interessant aus. Ich sage jetzt nicht, dass er unglaublich gut aussieht, was ich ja auch nicht damit behaupten will. Nein. Er sieht aber sehr interessant aus und das kann man auch zugeben. Und da ist nochmal wieder Standard Citroën, Standard Peugeot, Standard Peugeot, Standard Renault, Standard Peugeot. Und jetzt kommt's. Ne, da Peugeot. Was, warum? Achso, das gucke ich mir an. Und das ist doch ein geiler Wagen, oder? Diese Alpine A110. Das sieht doch geil aus. Und da habe ich jetzt so, ja. Das ist wirklich ein guter Wagen. Den möchte man noch gerne fahren. Den würde ich gerne besitzen oder so. Dann in meine Garage stellen und nie fahren. Nee, ist einfach schön aus. So, ja, ne? Voll gut. Und dann habe ich, weiß ich nicht. Und dann gehe ich wieder zurück auf den. Und ja, unglaublich. Dieser Wagen ist wirklich schön gewesen. So, fahren wir einfach weiter mit unserem Persegato Courage, nachdem wir den Alpine noch mehr angeguckt haben, weil er einfach geil ist. Der ist einfach gut. Den kann man nicht dagegen sagen. Der ist einfach geil. So, ja. Wir machen über Echtzeitansicht. Okay, wir sind jetzt schon wieder da. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir waren dort, als ich angefangen habe mit diesem Rumschalten, glaube ich, waren wir, ja. Also waren die anderen dort. Und als wir aufgehört haben, sind wir jetzt dort. Und das heißt, wenn wir jetzt so rumschalten würden wieder, wären wir auch im Ziel. Ich weiß auch nicht, was der singt, ist mir auch egal. So, ja, fahr mit 50 um diese Kurve. Ich kann mich erinnern, da bin ich 10.000 Mal gegengerast im anderen Levelpart. Ja, ist okay. Aber, ja, das Rennen, das geht schon ab. Und ihr wisst ganz genau, ich habe euch schon gesagt, wann das exakt vorbei sein wird. Und ihr werdet sehen, wie der das hinkriegt. Also ich würde natürlich in der 3:30er-Zeit fahren mit dem Wagen. Ja, aber ich rede ja nicht von mir. Ja, ich rede von dem Cox verschlucken. Vom Cox. Aber das liegt auch an den Reifen. Ja, ganz klar, das liegt an den harten Reifen. Weil sonst wäre er total abgegangen und hätte dann mega Zeiten von 4:3 gehabt in der ersten Runde oder so. Mega Zeit, nein. Schneller fahren. Ja, jetzt habe ich ihn die ganze Zeit auf schneller fahren ermutigt. Damit er irgendwann mal auch über die Ziellinie kommt und zwar schneller als so kaltblütig. Und einfach habe ich zwischendurch einfach mal raufgehämmert auf die Taste. Nein, habe ich nicht. Okay. Dachte ich eigentlich, dass ich da raufgehämmert habe. Habe ich aber anscheinend nicht. Das ist okay. Ist okay. So. So weit, so gut. Ja. Fahr hier mal rum, bitte. Oh ja, der übersteuert ein bisschen. Natürlich übersteuert. Oder das war nicht das Rennen mit 8 Minuten exakt? Was? Es gab ein anderes Rennen jetzt noch, das exakt auf eine Zeit geändert hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendein Rennen war das. Aber nicht auf 8 Minuten dann. So, da sind wir Level Up und nichts passiert. Da habe ich mich so aufgeregt darüber, dass nichts passiert ist.
Weil er ist Level 10, Mann. Da kann er doch irgendeinen Preis kriegen oder so. Aber vielleicht muss er da diese Wettkämpfe machen in der letzten Sache. Das habe ich letztes Mal gar nicht gewusst. Oder habe ich mir gar nicht vorgestellt, dass das gehen könnte. Nee. Muss nicht sein. Egal. So.